Der Trainer ist zufrieden. Wart ab und bring die Linke am besten so ins Ziel. Guter Treffer von Michalczewski. Beide auch als Amateure sehr erfolgreich. Michalczewski war Europameister im Halbschwergewicht 1900, sagt Mike Hall. Der Spitzname von Virgil Hill, Quicksilver. Also Quecksilber, genauso giftig soll er sein mit der Führhand. John Coyle, der Mann aus England, dazwischen. Und die Ermahnung an Michalczewski soll nicht drücken. Der linke Haken geht ins Leere. Dafür die rechte da. Und nochmal. Ist zugleich auch Bürgermeister in seiner Heimatstadt, Bismarck in North Dakota. Der Mann heißt Bill Sørensen. Starke Szenen von Michalczewski. Ein Tiefschlag mit links von Virgil Hill. John Coyle dazwischen. Und es gibt einen Punkt dazu gegen den Amerikaner. In Kampf Nummer 45 für ihn. Wegen Tiefschlags ein Punktabzug. Die beste, die stärkste Runde von Michalczewski. Eine 10:8 Wertung. Hat die Runde gewonnen und dann kommt noch dieser Punktabzug dazu. Virgil Hill erhielt in der fünften Runde eine Verwandlung. Hier nochmal die Szene. Na, da war die rechte erst im Ziel und Virgil Hill zeigt an, das war im Nacken. Dann die gute linke von Michalczewski und vielleicht jetzt in dieser Einstellung der Tiefschlag. Da kommt die linke. Und man kann es erahnen, wo der Schlag hingeht. Also, klare Sache, John Coyle zieht einen Punkt ab vom WBA IBF-Weltmeister Virgil Hill. Das Auge, das linke, mitgenommen. Michalczewski liegt nach Punkten vorne. Wir sind in Runde 10. Der Mann, der gegen Henry Maske gut ausgesehen hatte, hier in Bedrängnis. Vor allen Dingen die Beine sind langsam geworden bei Virgil Hill. Sie sind langsam durch den Druck, den der Tiger hier seit 9 Runden gemacht hat. Er marschiert, bringt die linke und von Zeit zu Zeit auch die rechte. Und das kann man am Auge, am linken Auge von Virgil Hill deutlich ablesen. Starke Führhand. Michalczewski, und der kann ja auch einen perfekten linken Haken schlagen. Und mit diesem linken Haken, da hat er sich schon vieles. Er liegt vorne. Darius Michalczewski. Wieder der linke Haken auf dem Hosenbund. Seconds out. Ringbeintor, 11. Runde.
Gegner Oberhausen. Darius Michalczewski im Profikampf Nummer 34 und hier in der letzten Runde gegen Virgil Hill, den damaligen WBA und IBF-Weltmeister. Michalczewski ist marschiert in den vergangenen 11 Runden, hat sich einen Punktevorsprung erarbeitet gegen den starken Amerikaner. Ein Schlüsselkampf in der Karriere von Michalczewski. Ein ganz wichtiges Duell natürlich, den man eventuell schlagen zu können, der Henry Maske entthront hat. Die Rache des Tigers, so das Motto dieses Duells. Ja, ein bisschen mit der Innenhand geschlagen, die rechte. Die Augenpartien mitgenommen bei Virgil Hill. Immer wieder die linke und vor allen Dingen die lange rechte von Michalczewski. John Coyle, der Mann aus England, nochmal dazwischen. Michalczewski weiß, nach Punkten liegt da vorne. Was soll er hier ein unnötiges Risiko gehen? Er windet sich raus, er versucht zu halten und zu klammern, Virgil Hill. Der Gong und es ist geschafft. Darius Michalczewski in Siegerpose. Er weiß, das hat gereicht. Und auch Virgil Hill kommt zum Gratulieren. Man kann es an der Mimik der Betreuer ablesen. Der Titel, oder besser die Titel, sind futsch. Promoter und Manager Klaus-Peter Kohl. Der Präsident der WBO, Francisco Valcarcel, und ein geschlagener Virgil Hill. Gegen Henry Maske hat es gereicht, gegen Michalczewski nicht. Eine starke Vorstellung des Tigers in Profikampf Nummer 34. Zwar nicht K.O. Nummer 25, aber ein Punktsieg. Das Publikum aus dem Häuschen, die drei Punktrichter, Rogelio Perez, Samuel Lopez und Marcel Rolou, einen einstimmigen Punktsieger haben sie errechnet. Für Darius Michalczewski 117, für Virgil Hill 112. Erste Punktrichter 117, 112 für Michalczewski. Samuel Conde für Darius Michalczewski 116, für Virgil Hill 113. Samuel Conde Lopez 116, 113 für den Tiger, damit ist klar, er hat Hill entthront. Aber es gibt noch einen dritten Punktrichter und der hat es am deutlichsten. 118, 110, also 8 Punkte Vorsprung. Eine deutliche Sache zugunsten von Michalczewski. Der WBO-Weltmeister bleibt, der sich noch die Gürtel der WBA und IBF dazu holt. Das, wie gesagt, vor gut zwei Jahren. Mittlerweile hat er die Gürtel IBF und WBA abgegeben. Und in drei Tagen wird er antreten gegen Montel Griffin in Bremen. Der ehemalige
WBC-Champion, der zweimal James Toney schlug, der einen Sieg, einen Disqualifikationssieg über Roy Jones in seinem Rekord hat. Also ein weiterer Schlüsselkampf in der Karriere von Darius Michalczewski. Der Kampf dann am 28. bei den Kollegen von Sat1 ab 22.40 Uhr. Das hier eine gute Einstimmung auf dieses Duell. Der vielleicht wichtigste Sieg in der Profikarriere von Darius Tiger Michalczewski. Hier gibt es die drei Gürtel. Ganz oben der Gürtel der WBA. Hier kommt der Gürtel der WBO und der rote unten IBF, International Boxing Federation.